Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine der profiliertesten Persönlichkeiten der deutschen Wirtschaft, Alfred Herrhausen, wurde heute bei einem Attentat getötet. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank befand sich auf dem Weg zur Arbeit nach Frankfurt. Zu dem Sprengstoffanschlag bekannte sich ein Kommando Wolfgang Beer, das der Roten Armee-Fraktion zugerechnet wird. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Nachricht von diesem Mord in Bad Homburg hat weltweite Bestürzung und Empörung ausgelöst. Quer durch alle politischen Parteien herrschte Betroffenheit und Trauer über den Anschlag. Bundeskanzler Kohl, zu dessen engsten wirtschaftspolitischen Beratern Herrhausen zählte, zeigte sich tief erschüttert und verurteilte die Tat als einen brutalen Mord. Der regierende Bürgermeister Walter Momper bezeichnete den Anschlag als zutiefst verabscheuungswürdige Bluttat. Der schändliche Mord an Alfred Herrhausen und seinem Fahrer macht uns alle betroffen. In einer Zeit, in der so viele Völker Europas auf dem friedlichen Weg in eine bessere Zukunft sind, ist hier der Versuch unternommen worden, die Spirale von Gewalt und Gegengewalt wieder in Bewegung zu setzen, den wir in der Bundesrepublik schon mal hatten. Das ist der Versuch, all jene zu treffen, die sich mit friedlichen Mitteln diszipliniert für gesellschaftlichen Wandel und gesellschaftliche Veränderungen einsetzen. Es ist der Versuch, diesen Prozess der friedlichen Veränderung zu unterbrechen, die Spirale von Gewalt und Gegengewalt wieder in Bewegung zu setzen. Der Terrorismus isoliert sich selber. Alle friedlichen Menschen wenden sich ab von dieser schrecklichen Bluttat. Die Terroristen werden wieder in der Isolation enden. Alfred Herrhausen war unter anderem auch Aufsichtsratsvorsitzender bei Daimler-Benz. Der Vorstandsvorsitzende dieses Konzerns, Edzard Reuter, war am späten Nachmittag zu einem lange geplanten Vortrag im Amerika-Haus in Berlin. Wir fragten ihn, was der Verlust dieses weltweit geschätzten Wirtschaftsmanagers für Berlin bedeute. Ich denke, Alfred Herrhausen war zugleich ein durch und durch politischer Mensch. Und deswegen, ich habe so oft mit ihm auch über Berlin und Berlins Rolle in der Zukunft gesprochen. Er hat sich ja sehr für die Öffnung des Ostens engagiert gehabt. Deswegen ist es auch für Berlin ein immenser Verlust. Vor der Deutschen Weltwirtschaftlichen Gesellschaft in Berlin vertrat Edzard Reuter am Abend die Auffassung, dass die DDR nur mit massiver wirtschaftlicher Unterstützung der Bundesrepublik ihre Krise überwinden könne. Die DDR müsse in rückhaltloser Offenheit und Klarheit eine Eröffnungsbilanz vorlegen, damit nicht das Problem der Außenverschuldung die Atmosphäre vergifte. Beträchtliche Vorleistungen und auch Opfer seien von beiden Seiten nötig. Und nun zu unserer Nachrichtenübersicht, bitte Renate Bauer. Der Transitverkehr zwischen Berlin und dem Bundesgebiet muss nach Ansicht von Bundessenatorin Pfarr so schnell wie möglich wieder normal fließen. Die Bundesregierung hat die DDR bereits gebeten, Pkw aus der DDR über neue Grenzübergänge umzuleiten. Zudem wollen beide Seiten weitgehend auf Kontrollen verzichten, um die Abfertigung zu beschleunigen. Weitere Verbesserungsmöglichkeiten werden geprüft. Dazu gehören eine gemeinsame Abfertigung sowie eine Vereinbarung über den Vorrang des Transitverkehrs auf den Transitstrecken. Ab kommenden Montag gibt es das Begrüßungsgeld für DDR-Bürger und Ostberliner nur noch gegen Vorlage des Personalausweises. Das hat heute das Bundesministerium für innerdeutsche Angelegenheiten mitgeteilt. Durch die neue Regelung sollen Missbräuche und Missverständnisse verhindert werden. Bislang können zum Empfang der D-Mark 100 auch Reisepässe vorgelegt werden. Heute Mittag hat der Umweltsenator die Vorwarnstufe des Smog-Alarms ausgerufen. Diese Maßnahme wurde notwendig, weil der zulässige Schwefeldioxidgehalt von 0,60 Milligramm pro Kubikmeter Luft überschritten war. Für die Vorwarnstufe gilt: Heizungsanlagen an Arbeitsplätzen sind so zu betreiben, dass die Raumtemperatur von 18 Grad nicht überschritten wird. Personen mit Erkrankungen der Atmungsorgane oder Herz- und Kreislaufbeschwerden wird empfohlen, sich nach Möglichkeit in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Und vor allem die Bitte an alle Pkw-Fahrer, schon jetzt bei der Vorwarnstufe, nicht mit dem eigenen Auto, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Die Smog-Vorwarnstufe wurde am Mittag auch in Ost-Berlin ausgerufen. Der Rundfunksender Radio DDR verbreitet seitdem entsprechende Informationen. Wie die Umweltverwaltung vor einer halben Stunde mitteilte, bleibt die Schadstoffbelastung der Luft weiterhin hoch. Die Smog-Alarmstufe 1 könne nicht ausgeschlossen werden.
Die BEWAG und das Ostberliner Energiekombinat wollen noch enger zusammenarbeiten. Bei einem Gespräch in Ostberlin wurden heute entsprechende Möglichkeiten geprüft. Gedacht ist unter anderem an gegenseitige Hilfe bei der Beseitigung von Störungen und an Erfahrungsaustausch bei der Energie- und Wärmeversorgung. Auch das Berliner Abgeordnetenhaus gedachte zu Beginn seiner heutigen Sitzung zunächst des ermordeten Bankiers Alfred Herrhausen. Parlamentspräsident Jürgen Wohlrabe hob hervor, dass Herrhausen jede Gelegenheit genutzt habe, die Bedeutung Berlins als europäischen Mittelpunkt herauszustellen. Er sei ein Patriot im besten Sinne gewesen. In der folgenden Sitzung des Parlaments stand dann erneut die Berlin- und Deutschlandpolitik im Mittelpunkt. Informationen von Siegfried Schenk. Einig waren sich alle Fraktionen darin, dass die gegenwärtige Situation der Stadt ohne die Hilfe der Bundesregierung nicht zu meistern sei. Das dürfe sich allerdings nicht allein in finanzieller Unterstützung ausdrücken. Man müsse eine gemeinsame politische Linie finden. Die gestrige Bundestagsdebatte sei ein guter Ansatz, meinte der regierende Bürgermeister. Ich begrüße es, dass sowohl der Herr Bundeskanzler als auch Hans-Jochen Vogel und Hans Modrow die Vorstellung der Vertragsgemeinschaft befürworten. Dies zeigt, dass alte Denkschablonen aufbrechen und der Wille vorhanden ist, auch Neues zu wagen. Wir müssen jetzt ganz schnell zusammenstellen, was in Form der Vertragsgemeinschaft geregelt werden kann und geregelt werden muss und welche Institutionen für die Administration einer solchen Gemeinschaft erforderlich sein werden. Dabei müssen wir behutsam vorgehen, denn die Demokratiebewegung in der DDR soll nach dem Ende des bürokratischen Sozialismus nicht von uns in ein Korsett gezwängt oder von der Macht unserer Wirtschaftskraft etwa gar überrollt werden. Auch Oppositionschef Eberhard Diepgen versprach, die Koalition bei ihren Bemühungen in Bonn zu unterstützen. Allerdings müsse der rot-grüne Senat sich von einigen konzeptionellen Grundsätzen seiner Politik verabschieden, zum Beispiel von Beschlüssen wie diesen. Seit gestern errichtet dieser Senat mitten durch unsere Stadt erneut eine Mauer. Und zwar mit der Anweisung, Kamomper, mit der Anweisung, dass Berliner aus dem anderen Teil der Stadt hier nicht Aufnahme finden sollen. Ich halte dieses für unmöglich. Natürlich gibt es Probleme. Und der Kollege Staffelt hat auf einige Probleme hingewiesen. Aber meine Damen und Herren, die Politik dieses Senats ist darauf ausgerichtet, einerseits Flüchtlinge aus aller Herren Länder der Welt hier mit offenen Armen zu empfangen. Ich sage Ihnen die Zahl. 28.805 ist die letzte Statistik von Ausländern, die hierher gekommen sind. Und ich sage Ihnen, es geht nicht, dass diese Anweisung von Herrn Petzold in Kraft ist und auf der anderen Seite Berliner aus Pankow und Treptow aus dieser Stadt vertrieben werden sollen. Nicht Geld sei entscheidend, um Berlin zu einer gesamtdeutschen Klammer zu machen, sondern eine politische Zukunft, meinte der Abgeordnete der Republikaner. Und ich möchte dieses Thema auch politisch eigentlich mal begriffen haben und nicht aus der Sicht der Krämer, die hier schachern um Zuschüsse und Nichtzuschüsse, sondern ich möchte mal fragen, wo liegen denn die politischen Perspektiven dieser Stadt in diesen Tagen, da sich die Umwelt in Mitteleuropa verändert? Die Perspektiven für die Stadt sieht die alternative Liste nur in einem Nebeneinander der beiden Teile Berlins. Wiedervereinigung sei gegenwärtig überhaupt kein Thema. Das werden in Zukunft weder zwei Gebilde sein, die zu einer Stadt verschmelzen, so wie Herr Diepgen das wohl vorschwebt, noch werden sich beide Ortschaften als unabhängige Städte wie bisher weiter gegeneinander entwickeln. Der regierende Bürgermeister ist zur Stunde bereits in Bonn. Dort trifft er morgen mit Bundeskanzler Kohl zusammen. Dabei geht es um eine grundsätzliche politische Linie nach der neuen Ost-West-Situation und in diesem Zusammenhang um finanzielle Hilfe für die Stadt. Hans-Joachim Lorenz hatte am Rande der Parlamentssitzung im Rathaus Schöneberg noch Gelegenheit, mit Walter Momper das folgende Gespräch zu führen. In Ihrer heutigen Rede, Herr Momper, sind Sie ja nur sehr knapp eingegangen auf die finanziellen Streitigkeiten zwischen der Bundesregierung und Berlin. Ich will nur einige Beispiele nennen. Eine verkehrte Straßenbaupolitik wirft man Ihnen vor, zum Beispiel Rückbau von Straßen, Schließung der Havelchaussee, umstrittene Projekte wie das Projekt für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und anderes. Haben Sie denn auch ein Angebot an den Bundesfinanzminister und wie glauben Sie, dass die Gespräche in Bonn verlaufen werden? Also es geht nicht nur um finanzielle Forderungen und Fragen in Richtung Bonn, sondern es geht erstmal darum,
dass wir dem Bundeskanzler auch sagen wollen, dass wir seine Absichten zur Soforthilfe für die DDR für richtig halten, dass mittelfristig natürlich wirtschaftliche Hilfe kommen muss, dass wir den Grundgedanken der Vertragsgemeinschaft selbstverständlich im Einvernehmen mit ihm genauso sehen und dass wir als Berliner unseren Beitrag in Form des Regionalausschusses dazu leisten wollen, wo wir das Bundeskabinett fragen wollen, ob es zustimmt, sodass das Ganze dann auch funktionieren kann als Institution der Absprache mit dem Umland, mit der DDR für gemeinsame Planung. Darüber hinaus ist natürlich die Frage der unmittelbaren Wahl der Bundestagsabgeordneten auch hier in Berlin in dem Moment auf der Tagesordnung, wo auch in Ostberlin freie Wahlen stattfinden. Das ist der weitere Komplex. Und der dritte Komplex, Herr Lorenz, ist die Frage, welche finanziellen Lasten Berlins, weil es Kosten der Teilung und der Aufhebung der Teilung sind, abgenommen werden müssen. Dazu zählen einmal ein großer Betrag für die hohe Zahl an Aus- und Übersiedlern, die wir in der Stadt haben, und dann ein weiterer Betrag für die Finanzierung der Verkehrsleistungen, die wir für die hohe Zahl an Besuchern erbringen. Und ein dritter Betrag, es summiert sich dann auf diese 785 Millionen Mark, ein weiterer Betrag zum Ausbau der jetzt provisorisch angelegten Straßengrenzübergänge. Das sind die Vorschläge, die dabei sind. Und wenn der Bundesregierung auch über einzelne Teile unserer Politik diskutieren will, selbstverständlich gerne. Ja, ich höre immer wieder jedenfalls von Finanzexperten sowohl aus Bonn als auch aus Berlin, dass es so etwas wie eine psychologische Grundverstimmung gibt. Sind Sie denn bereit, auch da etwas auszuräumen? Also auch neue Akzente vielleicht im Berliner Landeshaushalt zu setzen? Ja, ich weiß nicht, welche umstrittenen Reformen nicht sinnvoll sind. Wir werden den Straßenrückbau, wenn er überhaupt im Grenzbereich gewesen ist, aufgrund der Anforderungen an neue Straßen natürlich nicht weiter fortführen. Ansonsten der Ausbau etwa des S-Bahn-Ringes, eines der größten, ehrgeizigsten Vorhaben, die der neue Senat sich gestellt hat, wird selbstverständlich vorangetrieben, weil das für den innerstädtischen Verkehr ebenso notwendig ist wie für den Verkehr mit der DDR. Auch der ökologische Stadtumbau ist dringend erforderlich. Bundesgartenschau, andere Vorhaben, die werden selbstverständlich beibehalten werden, weil sie aus gutem Grunde angelegt worden sind. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Bundesregierung anfängt zu sagen, das, was ihr für Aus- und Übersiedler braucht, weil wir so hohe Aus- und Übersiedlerzahlen in der Stadt haben, das geben wir euch nur dann, wenn ihr das Referat für gleichgeschlechtliche Lebensweisen bei der Jugendsenatorin abschafft. Also ich glaube, so sind Besprechungen zwischen Kabinetten nicht. Auswirkungen der neuen Reiseregelung der DDR war heute eines der wichtigsten Themen auf der Regierungspressekonferenz in Ostberlin. Gerhard Horstmeier befragte den dort anwesenden Verkehrsminister zu den neuralgischen Punkten zwischen der DDR und unserer Stadt. Die Reichsbahn hat es am schwersten. Sie ist dem Ansturm der Westreisenden kaum noch gewachsen. Hier am Bahnhof Schönefeld kam es an den vergangenen Wochenenden regelmäßig zum Chaos, genauso wie in Potsdam, weil die Übergänge in Rude und in Wannsee die vielen Berlin-Besucher aus der DDR nicht mehr verkrafteten. Sie könnten das ändern, wenn Sie die Züge nicht alle da anhalten lassen würden oder enden lassen würden. Wenn Sie das nächste Wochenende wieder tun, wird es wahrscheinlich wieder zum großen Chaos kommen. Meine Frage ist, was haben Sie da geplant, was wollen Sie da ändern? Ich kann sagen, dass es in den letzten Tagen, vielleicht noch konkreter gesagt in den letzten Stunden, dazu Erwägung gibt und Vorbereitung, dass wir mit 7 Zugpaaren an diesem Wochenende beginnend einen direkten Verkehr zu bestimmten Westberliner Bahnhöfen durchführen. Welchen? Und zwar angedacht, aber ich möchte das hier also aus dem Konzept heraus sagen. Es kann sein, dass das morgen oder übermorgen noch etwas konkretisiert wird, ja. Zum Beispiel Magdeburg-Spandau, um eine Relation zu nennen, oder Stendal-Spandau, oder um auf Ihren Bahnhof Wannsee einzugehen, Leipzig-Wannsee oder Halle-Wannsee, oder auch Dresden-Charlottenburg. Also ich will das jetzt nicht im Sinne der Vollständigkeit hier darlegen. Unsere Vorstellung ist es, dass wir an den Wochenenden, wo sich insbesondere der Reiseverkehr konzentriert, wahrscheinlich 7 Zugpaare fahren werden und im Verlauf der Woche das reduzieren auf vielleicht 4.
Und nun weitere Meldungen. Die Arbeit für westliche Korrespondenten in der DDR wird einfacher. In der kommenden Woche wird eine neue Journalistenverordnung für ausländische Medien und ihre Korrespondenten in Kraft treten. Das beschloss heute der Ministerrat. Den Journalisten sollen künftig Arbeitsmöglichkeiten gewährt werden, die mit den von der DDR übernommenen völkerrechtlichen Verpflichtungen übereinstimmen. Bisher musste jedes Interview vom DDR-Außenministerium genehmigt werden. Auch spontane Interviews auf der Straße waren nicht möglich. Gleich dutzendweise traten heute Weihnachtsmänner und Engel am Grenzübergang Potsdamer Platz auf und verteilten an die ein- und ausreisenden Besucher aus Ostberlin Süßigkeiten. Mit dieser originellen Aktion wollte die studentische Arbeitsvermittlung TUSMA darauf aufmerksam machen, dass auch in diesem Jahr wieder viele Studenten gegen einen kleinen Obolus, stilecht als Weihnachtsmann verkleidet, am Heiligen Abend die Geschenke für die Kleinen ins Haus bringen. Jetzt steht es endgültig fest. Wasser, Straßenreinigung und Müllabfuhr werden zum 1. Januar teurer. Das Abgeordnetenhaus hat heute mit den Stimmen der Regierungsparteien den vom Senat beschlossenen Tariferhöhungen zugestimmt. Dazu gehört auch die neue Grundwasserabgabe von 30 Pfennig pro Kubikmeter. Der Politikwissenschaftler Alexander Schwan ist heute in Berlin gestorben. Der 58-Jährige erlag einem Krebsleiden. Schwan, Professor für Geschichte der politischen Theorien am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität, galt als engagierter Streiter für die parlamentarische Demokratie, auch außerhalb der Universität. Soweit unsere Nachrichten. Noch immer ist keine Entscheidung über die Zukunft der Magnetbahn gefallen. Hat sie überhaupt eine Zukunft nach Öffnung der Ost-West-Grenzen? Sie fährt zwar seit August Probebetrieb sogar kostenlos zwischen Gleis 3 und Philharmonie. Mehr als eine 500.000 Fahrgäste wurden bereits gezählt. Doch wie lange noch? Wolfgang Kandeler ging dieser Frage nach. Noch schwebt sie, die Magnetbahn, im 10-Minuten-Rhythmus zwischen Kemperplatz und Gleis 3, trotz einiger Widrigkeiten. Ein Anschlag vor 2 Jahren und dieser Durchbruch vor 1 Jahr. Betrieben wird die Anlage von einer Tochtergesellschaft, der AEG. Ende des Jahres läuft das Forschungsvorhaben M-Bahn aus. Kein Geld mehr aus Bonn und wahrscheinlich auch keines vom Senat. Allein will die AEG das Unternehmen nicht betreiben. Die AL sagt abreißen, doch das ist teuer. Mindestens 40 Millionen Mark heißt es. Aber kann die Bahn hier überhaupt längerfristig fahren? Die Streckenführung liegt zum größten Teil über den Gleisen der alten U-Bahn-Linie 2. Das ist die Linie zwischen Krummelanke und Pankow. Nach der veränderten Situation in der Stadt könnte diese Linie vielleicht wieder aktiviert werden. Nach dem Willen der Alliierten sollen Ost-West-Verkehrsverbindungen frei bleiben. Kurz vor der Bernburger Straße geht die alte U-Bahn-Linie unter die Erde, unter der Mauer hindurch und unter dem Potsdamer Platz nach Ost-Berlin. Ebenfalls von der AL in die Diskussion gebracht wurde ein anderer Standort für die M-Bahn. Eine Verbindung zwischen Jakob-Kaiser-Platz und dem Flughafen Tegel. Vom Senat war dazu heute keine Stellungnahme zu bekommen. Es werde beraten, hieß es. Noch einmal zurück zum Gleis 3. Unbeirrt von der schwebenden Zukunft der Bahn haben sich hier Künstler ans Werk gemacht. Kunst am Sicherheitszaun. Die Objekte, so erzählt uns einer von ihnen, seien nicht aus dem Atelier, sondern aus der Werkstatt. Man sieht's. Der Auftraggeber, die AEG, will damit einen Beitrag zur Verknüpfung von Kultur und Technik leisten. Ein Jubiläum gilt es zu feiern. Die Stiftung Warentest, der starke Partner der Verbraucher, so ihr Motto, wird 25. Von der Bundesregierung 1964 einmal ins Leben gerufen, wird die Stiftung privaten Rechts zwar von Steuergeldern unterstützt, trägt sich aber heute zu 3/4 allein. Doch aller Anfang war auch in diesem Fall schwer und so verdankt die Stiftung ihre heutige Stärke nicht zuletzt den Medien. Über die Anfänge, Schwierigkeiten und Zukunftspläne Kirsten Trenkner. Die Idee, den ratlosen Kunden vor einem undurchschaubaren Warenangebot nicht allein zu lassen, kam aus dem Amerika der 20er Jahre. Bei uns wurde mehr Markttransparenz erst zu Beginn der 50er Jahre gefordert, mit dem Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft. Am 16. Dezember 1964 überreichte Bundeswirtschaftsminister Schmücker die Gründungsurkunde der Stiftung Warentest in Berlin. Die Stauffenbergstraße war das erste Domizil. Jetzt berät die Stiftung am Lützowplatz. Ich möchte mich wegen Waschmaschinen beraten lassen. Ich möchte mir eine neue Waschmaschine zulegen. Lassen Sie sich regelmäßig beraten, bevor Sie was kaufen? Eigentlich ja, sofern das möglich ist, ja. Ich bin da dran über Freunde gekommen, die sich öfters haben beraten lassen und denke, das ist eine gute Sache. Eine gute Sache, das fanden auch rund 684.000 Besucher, die sich hier in 25 Jahren kostenlos beraten ließen. Die Haupteinnahmen der Stiftung stammen aus Abonnements und dem Einzelverkauf ihrer Testhefte.
750.000 davon werden zurzeit im Monat verkauft. Der Jahresetat 88 betrug rund 55 Millionen, 13 Millionen davon aus Bonn. Kein Vergleich zu den Anfängen. Das erste Heft im April 66 mit nur zwei vergleichenden Warentests war noch ein Renner am Kiosk. Doch ohne Werbeetat ließ das Interesse der Käufer bald nach. Aber schon nahte Hilfe in Form der Medien. Bereits im April 66 berichtete der SFB über die ersten Testergebnisse von Handrührgeräten. Geprüft wurde zum Beispiel in der öffentlich-rechtlichen Bayerischen Landesgewerbeanstalt. Hier bei einer Untersuchung, ob Handrührer den Hörfunk- oder Fernsehempfang stören. Die Prüfinstitute dürfen keine privatwirtschaftlichen Interessen haben. Am Anfang wurde die Stiftung von der Industrie misstrauisch beäugt. Auch heute noch gibt es pro Jahr etwa drei gerichtliche Auseinandersetzungen über Testurteile, die überwiegend von der Stiftung gewonnen werden. Wie auch der erste Prozess vor dem Bundesgerichtshof über nicht zufriedenstellende Skibindungen. Gute Testurteile sind inzwischen begehrtes Objekt der Werbung. Wird das Testurteil aber verfälscht, droht die Klage vom Verbraucherschutzverein. Wer kontrolliert nun aber die Kontrolleure? Nun einmal ist es so, dass wir ja Prüfinstitute einschalten, die über außerordentlich viel Fachwissen verfügen. Und die beste Kontrolle unserer Arbeit wird eigentlich geleistet von der Industrie selbst. Die Industrie schaut uns außerordentlich kritisch auf die Finger und beurteilt sehr kritisch, was wir tun. Das kommt nicht nur zum Ausdruck durch etwa die ein oder andere Rechtsstreitigkeit, sondern vor allen Dingen durch viele Gespräche, die wir hier im Hause führen, wenn ein Test veröffentlicht worden ist. Seit 1974 testet die Stiftung auch Dienstleistungen. Und sie reagiert auf aktuelle Ereignisse, zum Beispiel auf die Fußballkatastrophe in Brüssel im Mai 85. Nach der Sicherheitsprüfung von bundesdeutschen Fußballstadien musste auch das Berliner Olympiastadion umgebaut werden. Seit Mitte 85 beschäftigt sich die Stiftung auf Anregung der Bundesregierung verstärkt mit Umweltschutz. Bei ihren Untersuchungen ist sie auch in ständigem Kontakt mit ausländischen Verbraucherorganisationen. Man soll es nicht für möglich halten, heute geht's mal um Mode für Herren. Ja, meine Damen, ob Sie es glauben oder nicht, es gibt sogar ein Institut für Herrenmode. Mit Koffern voller Anzüge, Hosen, Hemden und alles, was dazugehört, kamen die Repräsentanten dieses Instituts jetzt aus Köln nach Berlin, um uns zu zeigen, was der modebewusste Herr im Winter und im kommenden Sommer tragen sollte. Siegfried Wichmann hat sich das Ganze angeschaut und festgestellt, dass die Herren in Berlin eine Menge Nachholbedarf haben. Die Berliner Straßen waren noch nie Laufsteg für elegante Herrenmode. Hier kleidet man sich eher unauffällig und praktisch orientiert. Nur nicht frieren, lautet die Devise. Lässiges Styling ist die Ausnahme und wirkt fast ein wenig exotisch. Wer ist schon nach dem letzten Schrei gekleidet? Dieser Herr, sicher. Und die beiden Botschafter des Deutschen Instituts für Herrenmode. Fällt das nicht angenehm auf, das Shetland-wollene, hellblaue Sakko des blonden Herrn links neben dem Weihnachtsmann? Schon gewusst, man trägt zurzeit deutlich kürzere Revers und erlaubt sich fantasievolle Muster auf der Krawatte. Modische Musterknaben kombinieren sogar Karo-Sakko mit Paisley-Weste und Punkthemd. Sowas kam ja früher nicht in die Tüte. Jetzt mal Aufstellung zum modischen Gruppenbild mit Dame. Übrigens zum Mantelklassiker im Paletot-Stil gehört natürlich der Hut. Und dann noch etwas. Wer nur mit Jacke geht, muss nicht unbedingt frieren. Und man kommt gut an. Im Urteil der Mitmänner. Gefällt mir sehr gut, ja. Ja, modisch, kleidsam, ganz ausgezeichnet. Das liegt ja jetzt im Trend, würde ich sagen. Setzen wir nun den Fuß in den ewigen Sommer des Botanischen Gartens. 1990 wird wieder ein Bermuda-Jahr hosenmäßig betrachtet. Und im farbigen Baumwollpullover verkühlt man sich nicht am frischen Wasserfall. Sogenannte Gewürzfarben beherrschen die kommende Saison. Unter den Sakkos trägt man Hemden mit mexikanisch und afrikanisch inspirierten Motiven. Und was gibt's noch so in Sachen Sommerlook? Hut natürlich und Leinenanzüge. Leinen für die Dame, Leinen für den Herrn. Gut ausgesucht übrigens die Paisley-Muster-Krawatte und das Einstecktuch. So weit, so gut, aber was zieht man abends an? Abends wirft sich der Herr in edle Seide. Partylöwen im schwarz-weißen Pinguindress sind out, verkündet das Institut.
Man schlägt vor, eine Schärpe zur Spencerjacke, warum nicht, und parallel gestellte Knöpfe auf dem Abendsakko. So behauptet sich der Mann gegen den Glanz der Damenmode. Aber warum hat denn die Dame kein Glas? Man will noch zur nächsten Party und einer muss ja fahren. Ja, vielleicht fahren auch Sie jetzt noch in die Stadt, meine Damen und Herren. Heute lohnt es sich, denn donnerstags haben die Geschäfte länger auf, auch die Modehäuser. An Sonderangeboten mangelt es ja an diesem Tag nicht, doch egal, wofür Sie sich entscheiden, modisch ist, was gefällt. In diesem Sinne, tschüss und auf Wiedersehen.